Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Ja, ihr Lieben, es ist soweit, die Woche neigt sich dem Ende. Sonntag ist Wochenreporttag und heute haben wir den 3. September 2017. Für all diejenigen, die das erste Mal zuschauen beim Wochenreport, beim Wochenreport geht es eigentlich darum, dass wir mal die ganze Woche so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir gucken uns an, was gab es für Highlights, was gab es vielleicht für Extreme in der Woche und wir gucken uns auch die eine oder andere Schlagzeile an. Das heißt, wir versuchen an diesem Tag so ein bisschen die Woche auf den Punkt zu bringen, sodass ihr dann im Prinzip, wenn ihr irgendwann mal das ganze Revue passieren lassen wollt, einfach nur die Wochenreports anschauen müsst, um den Markt so ein wenig nachvollziehen zu können über die Zeit. Ja, bevor wir damit jetzt starten, erst einmal vielen, vielen Dank für die ersten 2000 Abonnenten. Ich erinnere mich noch, vor circa 3 Wochen waren wir bei den 1000 Abonnenten, da gab es das coole Gewinnspiel. 3 Leute haben jeweils 1000 Siacoin gewonnen und jetzt haben wir schon nach so kurzer Zeit das Ganze verdoppelt, sind bei 2000 Abonnenten. Und ich habe euch schon im letzten Video gesagt, bei 2500 Abonnenten gibt es wieder ein neues Special. Das heißt, da werde ich mal wieder überlegen, oder ihr dürft auch gerne mit überlegen, was ich verlosen soll. Jetzt hat einer schon mal geschrieben, hey, verlos doch mal Bitcoin. Sehr, sehr gerne. Allerdings sollte euch natürlich bewusst sein, dass ich das Ganze momentan so ein wenig mache, um vor allem auch die Botschaft herüberzubringen. Das steht für mich im Mittelpunkt. Ja, dass man davon jetzt schon leben kann, das ist leider noch nicht der Fall. Deshalb möchte ich schon einige realistische Vorschläge von euch. Was wünscht ihr euch gerne? Sind es Coins? Sind es vielleicht gewisse Specials, wie zum Beispiel ein Face-to-Face-Meeting mit mir? Oder was genau kann ich für euch tun, damit ihr zufrieden seid? Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt und bin selbst mal gespannt, was wir denn bei 2500 Abonnenten für eine Party feiern. Okay, ja, ansonsten geht es im Wochenreport heute ganz einfach um folgende Dinge. Wir haben zum einen kurzen Wochenrückblick, dann ein Thema, das uns alle sehr bewegt, und zwar das nächste Bitcoin All-Time-High, das wir hatten. Wir gucken uns Monaco an. Monaco ist quasi direkt nach meinem Video von der letzten Woche eigentlich direkt ins Nirvana gefallen. Wir schauen mal an, was da los war. Und wir gucken mal kurz nach China, momentan so der ziemlich spannendste Markt. NEO und der ICO-Verbot von Red Pulse. Okay. Ja, wir gehen am besten einfach mal jetzt direkt auf die Lieblingsseite vom Alex, und zwar auf coinmarketcap.com. Schauen uns das Ganze einmal an. Aktualisieren wie immer einmal. Für all diejenigen, die coinmarketcap.com noch nicht kennen, ich werde das Ganze nochmal in der Beschreibung verlinken. Ansonsten sehen wir, dass der Bitcoin natürlich nach wie vor auf der Nummer 1 steht mit 62 Milliarden Euro Marktkapital und wir sind jetzt bei 3.807 Euro. So, das heißt, in Dollar sind wir jetzt bei 4.500 Dollar. CoinMarketCap zeigt die Daten im Graph immer im Dollar an. Von daher richten wir uns jetzt mal nach den 4.500 Dollar. Wir waren aber schon, wenn wir uns mal die letzten 7 Tage anschauen, schon mal drüber. Wir waren schon bei 4.900 Dollar und das hat dazu geführt, dass der Bitcoin in Deutschland das erste Mal die 4.000 Euro Marke angekratzt hat. Und ja, ihr seht also, fast jeden Monat präsentiere ich euch ein neues All-Time-High von Bitcoin. All diejenigen, die immer noch sagen, ja, der Bitcoin sei schon längst über den Zenit, das lohnt sich nicht mehr, da zu investieren, der ist ja schon so teuer. Ja, an alle, all diejenigen möchte ich vielleicht nochmal zeigen oder euch sagen, ihr seht, es gibt keine vergleichbare Währung bislang, es gibt keinen Vorreiter, wo man sagen kann, schaut euch doch mal in den letzten 10 Jahren den und den Coin an. Wir sind hier in einer Geschichte, die ziemlich neumodisch ist. Und ihr seht, dass auch der Bitcoin noch lange nicht den Punkt erreicht hat, wo man sagt, mehr geht nicht. Ich bin selbst ein sehr, sehr großer Fan von Bitcoin und ich glaube schon daran, dass der Bitcoin in nicht allzu ferner Zukunft auch die 10.000 Euro Marke durchbrechen kann, wenn alles so bleibt, wie es aktuell ist, sprich die Regularien sich nicht stark zum Nachteil des Bitcoins verändern und generell das Thema Kryptowelt nicht plötzlich direkt im Konkurrenzkampf zu den aktuellen Währungen steht, sodass sich der Staat und die Politik stark einsetzen. Wenn das alles so bleibt wie jetzt und so fair bleibt wie jetzt, steht dem Ganzen, glaube ich, nichts im Wege. Okay, also das All-Time hatten wir jetzt am Samstag. Samstag, es war ungefähr, ich glaube, in Deutschland war es da circa 20 Uhr am Abend. Also wir sehen schon, es ist, egal zu welcher Tageszeit, immer möglich, selbst am Wochenende, dass wir neue All-Time-Highs erreichen. Spekulative Leute sagen, Mensch, um die Uhrzeit ist doch jeder zu Hause vor der Glotze und hat keine Zeit für Kryptowährungen. Das ist scheinbar nicht ganz richtig und die Banken sind auch nicht im Spiel am Samstag in der Regel. So sehen wir also, dass diesmal das Ganze wirklich
durch Investoren, durch Anleger, durch Großinvestoren, aber auch vor allem durch die breite Masse, die Vertrauen in den Bitcoin hat, realisiert wurde. Und demnach sehen wir hier unten auch einfach mal die Striche hier zeigen, wie viel Volumen in den Markt geht. Und wir sehen, dass das immer sehr, sehr konstant ist. Also wenn ihr eine Währung braucht zwischen all dem Hin- und Herhandeln, wo ihr den sicheren Hafen haben wollt, dann habt ihr dann den Bitcoin als richtige Wahl, denke ich, aktuell. Ja, also sehr, sehr stabil. Ich glaube, wie gesagt, daran, dass wir zum Jahresende noch die 5.000-Euro-Marke erreichen werden. Wir werden sehen. Schreibt gerne in die Kommentare, was eure Bitcoin-Prognose ist bis zum 31. Dezember 2017. Ich bin ziemlich gespannt, was da noch kommt. Wer weiß, ob wir ein schickes Weihnachtsgeschenk bekommen. Mal sehen. Ja, gut, das soll zum Bitcoin gewesen sein. Ich denke mal, zum Bitcoin selbst haben wir schon sehr, sehr viel erzählt. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal groß ins Detail gehen. Ansonsten sah es generell sehr, sehr überschaubar aus für viele Coins. Also die allermeisten haben ein großes Minus eingefahren über die Woche, aber so seit gestern das Ganze wieder einigermaßen ausgeglichen. Deshalb hat sich in den Top 10 wenig getan. Was allerdings ein großer Gewinner dieser Woche war, war Litecoin. Litecoin gilt ja so, wenn man sagt, dass Bitcoin Gold ist, ist Litecoin das Silber dazu. Und jetzt haben wir gesehen, dass neben dem All-Time-High von Bitcoin auch der Litecoin sein All-Time-High erreicht hat. Das heißt, wir haben jetzt hier schon roundabout 65 Euro erreicht. Ich glaube, in Euros waren das 53 Euro. Gucken wir uns gerne mal an. Pardon, 64 Euro sogar. Entschuldigung, wir waren sogar schon mal bei 80 Dollar scheinbar. Also 64 Euro ist der aktuelle Stand des Litecoins. Und das ist natürlich eine enorme Entwicklung. Wenn man mal sieht, wie lange der so vor sich hingedümpelt hat. Immer wieder eine Seitwärtsbewegung. Und jetzt endlich der lang ersehnte Hype. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze so bleibt, aber ich glaube schon, dass sich der Litecoin sehr stabil entwickelt und sehr langsam entwickelt, dass wenn er dann mal so ein Siegel durchbricht und wenn er dann mal den nächsten Schritt erreicht, dass er das auch halten wird. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Ja, Monero hat sich nicht so gut gemacht. Monero hatte ja vor anderthalb Wochen, da habe ich ja sogar zwei Videos zu gemacht, eine extreme Situation. Es wurde in Korea an einer riesigen großen Börse Monero jetzt mit aufgenommen und der Verkauf in Korea wurde gestartet. Der Hype bis dahin war sehr groß, das heißt, man konnte erleben, wie der Monero von, ich glaube, 71 Euro auf über 130 Euro geschossen ist in kurzer Zeit. Danach blieb aber das ja so sehr ersehnte riesengroße Kapital aus Korea so ein wenig aus und jetzt sehen wir, dass Monero sich wieder in die Gegenrichtung bewegt und gerade so eben die dreistellige Zahl hält hier. Ja, Neo genau das gleiche. Neo hat enorm verloren in den letzten zwei Wochen. Es liegt vor allem daran, dass in China aktuell eine große Problematik aufgekommen ist, zu der kommen wir gleich auch nochmal. Und zwar ist es bei Neo so, dass Neo halt quasi wie Ethereum eine Plattform ist. Und auf dieser Plattform können verschiedene Coins sozusagen über die Plattform Neo in den Kryptomarkt eintreten. Und wenn man diese Anbindung sucht, dann findet man eben nur größere Plattformen, die wirklich interessant sind. Das sind beispielsweise Waves, Neo, Ethereum und noch viele andere. Und bei Neo war das Problem, dass Neo jetzt endlich nach langer Zeit den allerersten offiziellen ICO bekannt gegeben hat. Also jetzt wurde der allererste Coin, der auf der Neo-Plattform basiert, veröffentlicht. Und dieser Coin heißt Red Pulse, also roter Puls. Das Problem dabei war, ich schaue mal gerade, ob ich hier irgendwo einen Artikel dazu hatte, ansonsten erzähle ich es euch auch sehr gern. Das Problem war bei Neo, dass der chinesische Staat sich eingemischt hat. Eigentlich ist er ja sehr positiv gestimmt Neo gegenüber, er schützt sogar die Idee von Neo staatlich und gesetzlich, aber es war so, dass der ICO, also der Börsengang des Coins Red Pulse, verboten wurde von China. Er wurde zwar nicht in der Ausführung verboten, aber es wurde verboten, dass das chinesische Volk diesen ICO nutzen kann, beziehungsweise investieren kann in diesen ICO. Ja, und wenn man natürlich in eine Plattform, die dafür gemacht wurde, dass da verschiedene Coins sich anbinden können, die Coin-Anbindung zwar erlaubt ist, aber später der Verkauf, beziehungsweise der Börsengang innerhalb des Landes verboten wird, wäre das so, als wenn BMW ein neues Modell präsentiert, den neuen BMW, und ach ja, übrigens, ihr Deutschen dürft ihn alle nicht kaufen. Dann stellt sich natürlich für alle Bürger die Frage, das Ding wird in Deutschland produziert, das Werk kommt aus Deutschland, die Geschichte kommt aus Deutschland, warum dürfen wir verdammt nochmal jetzt das Auto nicht kaufen? Und genau diese Fragezeichen hatten natürlich auch die ganzen chinesischen Anleger und Investoren und das führte zu einem unglaublichen negativen Hype, denn das Vertrauen in Neo ging größtenteils verloren und das ist der Grund, warum eben der Kurs unter anderem
so stark Verluste einfahren musste. Wir waren ja schon mal knapp bei 40 Euro. Also wir sehen, dass NEO da einfach gebremst wurde. Die Gründe kenne ich nicht genau. Es wird ein bisschen spekuliert. Man will das Volk schützen, wovor auch immer. Der Staat scheint mehr zu wissen als wir. Wenn ihr irgendwie über Insider-Informationen oder sonstige Themen irgendwie mehr wisst darüber, warum nun ausgerechnet Red Pulse verboten wurde in China, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Würde mich brennend interessieren. Und ansonsten ist das einfach der Grund, wenn ihr immer wieder lest, NEO und Red Pulse, was ist da passiert, hoffe ich, dass ihr jetzt mal so ein kurzes, zusammenfassendes Feedback habt, was da in den letzten Tagen geschehen ist. Okay, das war's bis hierhin eigentlich. Wir gucken uns nochmal kurz hier das BTC-Echo an. In meinem letzten Video habe ich euch ja so mal meine Quellen gezeigt. Wo gucke ich eigentlich nach? Wo recherchiere ich? Und natürlich habe ich auch mal wieder bei BTC-Echo für euch geschaut. Hier wird immer wieder das Thema Russland thematisiert. Wir sehen also, Russland hat jetzt plötzlich die Idee, das neue Öl Russlands soll die Blockchain sein. Und viele solcher provokativen Überschriften, die wir hier finden. Aber ich glaube, insgesamt ist Russland noch ein ganzes Stück weit davon entfernt, das normale Level an Blockchain in Umlauf zu bringen. Und ich denke mal, es ist hier mehr so ein bisschen Propaganda und ein bisschen Image. Aber es zeigt doch schon, dass die ganze Welt scheinbar immer mehr auf das Thema Blockchain eingeschossen wird und auch Russland eben versucht, was zu machen. Wir schauen uns das Ganze mal an. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich hoffe, ihr habt gerade nicht diese laute Geräuschkulisse gehört. Ich muss das Video auch kurzzeitig abbrechen, weil ich hier einfach mal vor meiner Haustür, da ist ein Lidl und ein großer Parkplatz und da ist einfach mal ein riesengroßer Helikopter gelandet. Keine Ahnung, was hier los ist. Auf jeden Fall sehe ich zu, dass ich euch schnell die News bringe, bevor ich hier noch abgeholt werde. Also wir waren gerade bei dem Thema Blockchain, das neue Öl Russlands. Hier ist kurz und knapp erklärt, dass wohl Russland zwar nicht offiziell bekannt gegeben hat, dass sie sich jetzt groß an der Blockchain interessieren, aber es gibt wohl Gerüchte, dass einige große IT-Firmen in Russland immer mehr auf den Zug aufspringen wollen und gerade die stark veralteten Bankensysteme in Russland jetzt ihre Chance wird dann schnell sozusagen den technologischen Vorsprung zu erlangen, indem sie sich eben auf Themen wie Ripple oder sonstige Währungen einlassen und damit eben eine sichere, schnelle Transaktion gewährleisten können, was momentan wohl nicht so einfach möglich ist, wenn es darum geht, Transaktionen aus Russland in die Welt zu versenden. Insgesamt ein sehr spannender Artikel, ich verlinke euch den mal, könnt ihr mal selber reinschauen. Ich finde generell Russland und China als Politik ziemlich spannend, weil sie doch schon relativ viel bewegen auf der Welt. Andererseits möchte ich das Ganze aber auch nicht überinterpretieren, denn es ist natürlich nicht nur wichtig, wer irgendwelche Menschen hat oder Massen hat, sondern es geht vor allem auch darum, wer hat die Entwickler im Land, wer hat die Ideen und wer hat vor allem auch das Volumen, das wir brauchen, um wirklich mitsprechen zu können auf dem Markt. Und da halte ich momentan Russland für einen noch relativ kleinen Player. Da sehe ich viel eher China als größeren Player am Markt. Und ja, müssen wir das Ganze mal in Ruhe beobachten. So, und zu guter Letzt nochmal ein etwas heikleres Thema. Ich hatte euch ja beim letzten Video erzählt zu Monaco, dass ich ein großer Fan von Monaco bin. Das hat sich, das sage ich schon mal vorab, auch nicht geändert. Allerdings werden vielleicht die ein oder anderen von euch sich danach mit dem Thema Monaco beschäftigt haben und zwei Tage später gedacht haben, ey, will Alex uns auf den Arm nehmen? Wieso ist denn das Ding jetzt um 40% eingekracht? Ja, also vorab, ganz genau wissen tue ich es natürlich nicht. Ich bin mit den Leuten dort nicht befreundet von Monaco, aber ich kann euch das sagen, was ich recherchiert habe, was der Grund für sein soll. Es sollte nämlich in der vergangenen Woche, und zwar am Dienstag sollte die App von Monaco das erste Mal öffentlich veröffentlicht werden im App Store. Das heißt, jeder konnte von uns jetzt die Monaco-App runterladen, konnte sich dort registrieren, konnte sich quasi seine eigene App einrichten, um dann eben damit das erste Mal, wenn man möchte, zahlen zu können oder sich was einzahlen zu können. Die Karte an sich gibt es noch nicht in der Auslieferung für die Masse, sondern es ging erst einmal los mit der App. Viele, die da rein investiert haben vorab, haben natürlich darauf gewartet, dass es endlich soweit ist, dass in die App investiert wird und dass vor allem die App jetzt endlich veröffentlicht wird, damit die Masse endlich mal das Ganze ein bisschen greifbarer hat. So, das ist passiert. Und was ist dann passiert? Nachdem ich mir das Ding erstellt habe, nachdem ich meine ganzen intimen Daten angegeben habe, sprich meine E-Mail-Adresse, meinen Namen, Geburtsdatum und, zeigt mir die App am Ende, aktuell nicht verfügbar. Und das war ein Riesenproblem, nicht nur bei mir, sondern auch bei allen Anlegern, die großes Vertrauen in Monaco hatten. Denn wenn man so lange plant und eine App so lange ankündigt und den Launch
für Dienstag festlegt, dann darf es nicht sein, dass die App einfach mal weltweit abstürzt und dass keiner wirklich was mit der App anfangen kann. Und das spricht natürlich so ein bisschen gegen das Unternehmen, so ein bisschen gegen die Kompetenz der Unternehmer darin. Und das wird wohl der Grund gewesen sein, warum man generell schnell wieder rausgegangen ist aus dem Monaco-Markt. Na, das mag natürlich eine kurzzeitige negative Trendwende gewesen sein. Kann genauso gut sein, dass sich das Ding auch ganz schnell wieder erholt. Heute sind wir schon wieder bei 10 Euro angekommen. Also es geht schon wieder in die richtige Richtung. Aber wir waren teilweise schon bei unter 9 Euro. Wir waren bei 8,60 Euro gestern. Das war schon ziemlich hart. Gerade wenn man so ein bisschen mehr davon hält, tut das schon ganz schön weh. Aber ich bin nach wie vor großer Sympathisant von Monaco. Ich empfehle niemandem jetzt gerade da einzusteigen, weil es wirklich eine sehr, sehr heikle Situation ist. Aber ich weiß nur eins, dass die Idee, dass man solche Karten nutzt für den Alltag, um die Kryptowährung in die reale Welt zu bringen, ziemlich genial ist. Nicht nur bei 10x und bei Tokencard, sondern auch eben bei Monaco. Und ich gehe davon aus, dass sich das langfristig durchsetzen wird. Wir müssen es ansehen, wir müssen schauen, wie das Ganze sich etabliert und vor allem, ob sie es hinbekommen, diese blöde App zu fixen. Wenn das soweit ist, kann ich euch ein bisschen mehr erzählen, wie das denn in der Praxis ausschaut. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Infos zu Monaco habt oder irgendwelche Fragen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich in Zukunft verlosen soll, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns am Mittwoch wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen richtig, richtig geilen Abend und bis bald. Ciao!